16 Hündinnen. Also insgesamt 28 Tiere. Getreue zum Vater und eine deutliche Differenzierung der Geschlechter. Die vorgestellten Nachkommen sind mittelgroß oder übermittelgroß, sehr typvoll und haben durchweg gut geformte, ausdrucksvolle Köpfe mit dunkler Maske und dunklen Augen. Korrekte Widerrissbildung mit guten Rückenlinien, aber teilweise etwas kurzen Kruppen. Gute Vor-, sehr gute Hinterhandwicklungen mit sehr guter Geschlossenheit. Überwiegend gute Straffheit der Vorderunterstabilität, korrekt ausgeprägte Brustbildung mit langer Unterbrustentwicklung. Die Bewegungsabläufe sind kraftvoll und dynamisch, mit ergiebiger Schrittweite und sehr guter Gleichgewichtslage. Grube zeigt eine nun wieder überzeugende Nachkommengruppe mit überdurchschnittlichen Vererbungsqualitäten und sehr hohen Qualitätsschnitts und korrekten Standardgrößen in den einzelnen Klassen. We see now the third group of the Parsons of Firm. A high program reaction of home with a new security. Good development of the chest with a long under chest. The movement is balanced. Powerful and dynamic with a very good step reach. The group has in general been standardized by the males and also by the females. This is a convincing group, it's a convincing progeny group with a very